Hallöchen, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich habe den Handwerkslehrer den Handwerkslehrer gefunden. Es ist kein geringerer als der Herr hier. Aber du hast doch. Nachdem die beiden ein bisschen quatschen, lassen wir sie erstmal. Und wir gehen mal mit dem hier quatschen, dieser Born, denn mit dem hatten wir auch noch nicht das Vergnügen. Hey, du gehörst nicht zu uns. Was willst du hier? Wer will das wissen? Ich bin auf der Durchreise. Na, wer will das wissen? Wer will das wissen? Mein Name ist Born, Sohn von Algor. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Mhm. Was ist ein Oberaufseher? Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Was ist ein Oberaufseher? Was ist ein Oberaufseher? Jemand, der bereits so lange in seinem Job ist, dass die Leute entschieden haben, er ist jetzt besser darin, andere Leute zu organisieren, als seinen eigentlichen Job weiterzumachen. Mhm. Wenn du der Oberaufseher bist, warum bist du dann nicht dort? Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Die Befestigung hat die Mutanten auch nicht aufgehalten, die durch den Fels gebrochen sind. Was zum... Und das sagst du so einfach? Beruhige dich. Sie sind tot. Puh, das sind gute Neuigkeiten. Ich nehme an, wir haben es dir zu verdanken, dass die Stadt nicht überrannt wurde. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas draufgelegt, weil du meinen Fehler ausgebügelt hast. Hoffentlich hat Oryk den Angriff überlebt. Ansonsten habe ich seinen Tod zu verantworten. Ich gehe besser zurück. Gute Idee. Sehr, sehr gut. Ist das dein Ernst? Gibt's hier was? Nö. Erstmal was essen. Dann schauen wir uns mal den Handwerkstypen an. Dich. Hallo, Alrik. Hallo? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal, du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus? Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Aha. Also gut, nein, komm zur Sache. Komm zur Sache. Komm zur Sache. Schon gut, schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Nebelkrähe, nie gehört. Na, das stimmt. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Was genau tust du? Du klingst nicht gerade überzeugend. Na, was genau machst du? Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja. Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Du suchst also Raritäten. Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Alter, wegen den Raritäten. Wegen der Raritäten? Ja. Wo liegt der Haken? Interessiert an Alex-Paketen? Wo liegt der Haken? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elixit. Da gibt es keinen Haken.
Verkauf mich nicht für dumm. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Das nicht, aber ich würde mich gerne hier anschließen. Sind bei dir in letzter Zeit sowas wie ALP-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Was genau suchst du? Interessiert an Alex-Paketen? Na, diese ALP-Ausrüstungsgegenstände. Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie ALP-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Und wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, Elex-haltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Mhm. Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Was hast du noch auf der Liste? Hast du noch etwas auf der Liste? Nein, ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Spezieller Wunsch? Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Erik Eisenfaust? Was ist daran so besonders? Wer ist Erik Eisenfaust? Erik Eisenfaust? Einer der größten Krieger, den die Berserker hervorgebracht haben. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Mhm. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Ah, ich wollte es nämlich für mich behalten. Ich besorge dir das Schwert. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut, ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Na dann, das Alex-Paket will ich nicht geben, das will ich selber abgeben. Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt, schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Bring mir etwas bei. Wie du willst. So. Lass mir mal schauen, dass wir es mit Schlösserknacken hinkriegen. Ja, bitte. Geschicklichkeit wird man nur 5 verbrauchen. Dann könnte man nämlich Schlösser knacken
Oh, Entschuldigung, das war irgendwie verkehrt. Keine Ahnung, wo der jetzt hingerutscht ist. Wir bräuchten noch 20 Geschicklichkeit. Dann wird man das auch noch lernen können. Ich bin aber wirklich am Überlegen, das zu machen. Brechen nicht mehr ab. Ja, okay, das dauert, bis wir das können. Muss ja auch nicht sein. Das geht dann mit. Können wir das mitmachen? Man klaut nur zweimal. Erlaubt dir beim Taschendiebstahl einen weiteren Gegenstand zu klauen. Das ist auch nicht schlecht. Waffe aufrüsten. Ermöglicht dir, an einer Werkbank Waffen zu verbessern und aufzurüsten. Das könnte man auch mitlernen. Hätten wir alle drei. Also das Sockel einsetzen könnte man auch schon lernen. Du kannst gesockelte Waffen an einer Werkbank mit magischen Steinen aufrüsten. Goldschmied. Du kannst an einer Werkbank Ringe und Amulette herstellen. Boah, ey, da ist so viel zum Lernen. Wir können nicht so viel. Auf jeden Fall, ich werde mal schließen. Wir werden mal in unserem, was kann ich alles? Verdammte Technik. Geschicklichkeit war das, ne? Da bräuchten wir es da 35 insgesamt, ne? Ich opfer das mal für das. Muss schon, wird schon passen. So. Wo ist denn hin? Trottel? Ah, da. Bleib mal sitzen. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Und zwar das Schlösser knacken. Ach so, verdammt, zuerst mir was verkaufen. Warte. Handel. Ich will handeln. Sicher doch. Braune Lederkapuze. Fledermütze. Die braune Lederkapuze, eine vor Regen schützende Kopfbedeckung, Fledermütze, eine zweckdienliche Alltagsmütze im Ödland, Sonnenbrille klassisch. Lebewesen können leichter wahrgenommen werden. Aha. Jägerrüstung. Die haben wir schon an, ne? Na, die haben wir nicht an, aber uns ist nicht schlecht. Mechanikerhemd. Aha. Flederer Hose, Mechanikerhose, Heiltrank, reines Elixitrich, Elixitrank, klein Elixitrank. Okay. Dann würde ich sagen, wir verkaufen. Die Mechanikerhose. Einen Ring der Lebenskraft. Da haben wir ja zwei. Dann würde ich sagen, was haben wir hier beim Plunder? Fleisch ist nichts wert, ne? Na. Das lassen wir alles. Kronstöckel lassen wir auch alles für Alchemie. Also für Chemie, Entschuldigung. Chemie. Zähnchen krallen. Das ist schon mal ein Thema. Krallen, da können wir auf jeden Fall, ich würde sagen, 9 Stück lassen wir für uns. Und den Rest verkaufen wir schon mal. Die Zähnchen, da lassen wir 2 für uns. Den Rest verkaufen wir mal. Elektroschrott. Lassen wir vielleicht auch mal. Metallschrott lassen wir auch. Altes Flugblatt können wir 1 verkaufen. Da können wir 3 verkaufen. Hammer. Können wir 5 verkaufen. Öllampe. Können wir die 10 verkaufen. Besen. Lassen wir auch einen übrig. Können wir 4 verkaufen. Den guten Becher. Lassen wir auch einen übrig. Beim guten Teller dasselbe. So. Beim Krug. Da können wir auch einen übrig lassen. Bei der Gabel ebenfalls. Oh, da bringen wir schon ein bisschen Geld zusammen. Beim guten Löffel auch. Beim guten Messer ebenfalls. Beim Autospielzeug. Bei Sammlern sehr begehrt. Für gutes Elixier zu verkaufen. Lassen wir vielleicht weg. Finden wir wirklich einen Sammler an. Da tun wir
auch weg. Klopapier. Keine Ahnung. Da vielleicht auch drei. Oder weniger. Tu mal 50 weg. Die lassen wir noch. Die lassen wir auch. Munition für alle Harpunen. Aha. Bolzen, Energiezelle. Ja, das dürfte, glaube ich, schon passen. Handel akzeptieren. Passt. Also, bring mir was bei. Alter Schwede, das dauert schon wieder ewig. Entschuldigung. Also, Schlösser knacken. Stufe 3. Bitte sehr, bitte gleich. Dann haben wir gemeint. Sollen wir das echt dafür nutzen? Klauen? Das wäre mir schon lieber. Waffe aufrüsten. Und den Sockel einsetzen wäre mir auch lieber. Machen wir es lieber so, bevor wir was stibitzen. Dass wir mal unsere Waffe auf Vordermann bringen. So. Wie war das? Wir brauchen jetzt eine Werkbank oder so, ne? Das heißt, beim Schmied hätten wir eine Chance vielleicht, dass wir das hinkriegen. Was ist denn mit dir, Stromson? Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Aha, der ist komisch. Wer bist du? Jora. Okay. Das LOL, wir hätten nur der Lauf drauf brauchen. Ja, na gut. Täuscht, egal. Du den Jägern an. Genau. Du hast egal. Also wir haben es doch irgendwie hinbekommen. Passt schon. So, das dürfen wir sicher. Aha, das ist nichts Besonderes. Okay. Ich würde sagen, wir porten uns mal zur Schmiede. Lass die Technik lieber stecken. Yep. Zur Schmiede porten. Und dann schauen wir, ob wir bei ihm was verwenden dürfen. Die Werkbank oder so. Rüstungsschmied. Hinsetzen. Gibt es da sowas wie eine Werkbank? Da. So. Waffe steigern. Waffe modifizieren. Das ist ja keine Waffe. Was kann das? Sockel bestücken. Aha, mein rostiges Klumpert kann ich quasi nicht. Den Setzerbogen, den kann man. Scheint mir das Geld zu fehlen. Mhm. Was hätte das dann bringen? Schaden 57. Aha. Aber das, unser rostiges Schwert können wir scheinbar nicht. Das Kriegsschwert können wir nutzen. Das ist schlecht. Wie viel Schaden macht er jetzt? 34. Das wäre fast das Doppelte. Na, das Doppelte ist zu viel. Ein Viertel mehr, glaube ich, so herum. Was kann man noch machen? Ringe. Davon verstehe ich nichts. Amulett des Banditen, gelber Stein und weißer Stein. Und was kann der weiße Stein? Bonusschaden Gefährten. Aha. Gelber Stein, Malus Resistenzen des Gegners. Bonusresistenzen kann mit geeigneten Waffen oder dem Adduktor kombiniert werden. Aha. Und da auch mit dem? Mhm. Ja, dann bleibt mir fast nichts übrig, als wir den zu machen, oder? Wird zur Steuerung von Maschinen verwendet. Also das mit Begleiterschaden ist sicher nicht schlecht.
Kleiner gelber Stein, Bonusresistenz plus 1. Bonusgefährten Gesundheit plus 1. Achso, Gesundheit plus 1. Ja, wieso nicht? Die werden wohl mehr Sockel finden, oder? Tada! Können wir den Sockel wieder entfernen? Na, glaube ich nicht. Okay. Gut. So. Obwohl, man kann was entfernen, ob der Stein dann kaputt ist. Na, werden wir dann sehen, wenn es weit ist. Na gut, dann hätten wir das schon mal. Und können dann uns quasi weiter auf den Weg machen, denke ich mal. Wir könnten noch beim Waffenhändler vorbeischauen, das werden wir machen. Vielleicht kriege ich eine bessere Waffe. Ich fürchte nicht unbedingt, weil ich zu schwach bin. Da muss ich Stärke lernen. Wird schon werden. Wird schon werden. Ich kann gerade nicht. Ja, Entschuldigung. So, auf jeden Fall beenden wir den Part für heute. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich noch einen Part machen soll, weil es gerade so lustig ist. Ich glaube, einen machen wir noch und dann ist die Aufnahmesession für diese Woche beendet. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!